Und ja, ich werde mal wirklich versuchen, den Bären zu provozieren und ihn dann in den Rachen hineinzulocken. Das ist nicht Altlied. Aber es ist Altlied, okay. Also werden wir hier einen Quicksave machen. I'm here. Und ich werde alleine gehen zum Bären. If you stand on this. So. Na kommt. Oh. So, ich bin umgekippt. Komm ich auch nicht klar. I'm here. My bow's ready. Okay, niemand hat vor, Orenos anzugreifen. Lief dann nicht ganz so wie geplant. Okay. Also unseren Quicksave nehmen. Das heißt, wir boxen Orenos einfach um. Tut mir leid um die Bären. Aber wenn er sich nicht in den Schlund traut, dann ist er nicht mutig genug. I'd be glad to. Yes. If you stand on. So, Orenos ist nicht der rechtmäßige Herr. Hey. Oh, nehmen wir mal die Stärke. Okay, hier ist ordentlich die Post ab. Come on.
Anna! That's not helpful. So, Orenus ist down. Ich habe den pazifischen Bestien beendet. Ich kann nur meinen Segen vom Suchergott höchst selbst empfangen. Gute Fellrüstung, gute Mordaxt, Keulen, Bärenfelle. Certainly. Still looking around? Watch your step. Tempers run hot around here and not just among the animals. Ja, ich habe mich um Sol und Orenus gekümmert. Und so bleibt Meister. Viele Reisende freuen sich, dass sie bleibt. Vielleicht sagt Galloway uns ja so, dass wir uns an unsere Wurzeln erinnern müssen und unsere List als Jäger wertschätzen. Danke für deine Hilfe, Karet. Möge Galloway dich auf deinem Weg leiten. Nimm dies mit unserem Dank. Er scheint sich plötzlich an etwas zu erinnern. Du könntest hier Erwan besuchen, um zum Fürst der Jagd zu beten. Manchmal gewährt er jeden, die sich als würdig erweisen, besondere Gunst. Katzenkralle ist ein Schwert. Aha. Ist leider nur außergewöhnlich. Hat Schadensreduktion zur Umgehung, was nett ist. Aber ansonsten hat's nichts Besonderes. Also ist das auch einfach nur ein Schwert für die Sammlung. So, jetzt bleibt nur noch der Mittagsfrost und die Glammfellen. Gibt es Kunde von den Bären? Ich habe mich um Orenus gekümmert. Du hast eine gute Wahl getroffen. Sus Jungen werden einmal schnell und stark sein, genau wie die Reißzähne, wenn sie mir ihrem Beispiel folgen. Sie wiegt die elegante Löwin an. Danke, dass du die Angelegenheit gelöst hast, Estrabor. Hat mir das jetzt wenigstens etwas, nö. Die Reißzähne mögen mich immer noch nicht wirklich. Na dann raus hier. Bin lustig, wie man auf der Karte so unsere Umrisse sieht. Wenn ich drauf gehe, aber man sieht, wie die Leute sich eigentlich bewegen. So, das heißt auch wieder Mittagsfrost. Wir sind zwar etwas angeschlagen, aber wir sind nicht müde, haben keine Verletzungen. So, der Mittagsfrost.
wo die Bleichelfen die Glammfellen auf die ewige Eiswand einhacken, um einen Sprung reinzumachen, damit sie den ewigen Tod finden können. Die sind echt verrückt, ey. Wie dank, was macht Gürm gerade mit ihnen? Verdammt sie in seiner Ewigkeit in seinem ewigen Weiß. Hi. Die Bleichelfe mustert dich mit eisblauen Augen. Sie bewegt sich unruhig und knetet die Räder. Willkommen in Mittagsfrost. Der Großteil des Tempels ist im Moment geschlossen, wegen heiliger Zeremonie zu Ehren Rümgrads. Sie forciert ein Lächeln und deutet auf die östliche Tür. Das Schrein befindet sich zu deiner Rechten. Du darfst Rümgrad doch gerne ein Opfer darbieten, aber der Rest des Tempels ist nicht zugänglich. Es scheint, als hätte die Kälte sich vor Mittagsfrost ausgebreitet. Sie wird steif. Rümgrad ist der Gott des Winters. Es ist viele Jahre her, dass sein Tempel gepflegt wurde. Es ist also nicht verwunderlich, dass dort nun eine gewisse Kühle herrscht. Sie denkt den Kopf. Wer es dich stört, solltest du vielleicht lieber gehen. Ihre Augen huschen zwischen den zwei Türen auf beiden Seiten des Raums hin und her. Wenn das alles ist... Erzähl mir etwas über Rümgrad. Er ist der Gott der Kälte, der Entropie und des Kollapses. Viele sehen ihn als strengen Gott, doch nur wenige erkennen, dass er auf seine eigene Weise auch Leben gibt. Alle Dinge finden in seinem Schatten zu einem gnädigen Ende, nur um anderswo die Schöpfung wieder zu nähren. Er runzelt die Stirn und beißt sich auf die Lippen herum. Aber er ist ein stummer Gott und seine Wege sind unergründlich. Ihm zu folgen heißt das Unausweichliche und Erklärung zu akzeptieren. Warum ist der Großteil des Tempels gesperrt? Wie ich schon sagte, wir stecken mitten in heiligen Zeremonien. Sie spricht überdeutlich. Sie sind recht komplex und wir erlauben Außenstehenden nicht, ihnen beizuwohnen. Sie blickt über ihre Schulter auf die Elfen hinter sich. Einige Mitglieder meines Plans sind recht empfindlich bei diesem Punkt. Deshalb solltest du den Schreiben besuchen und dann gehen. Ein Jammer, ich hatte gehofft, mehr über diese Praktiken zu erfahren. Je komplizierter, desto besser, sage ich. Was tust du hier? Mein Clan ist aus dem ewigen Weiß hergereist, um Rümgrad hier Mittagsfrost zu huldigen. Wir hatten erfahren, dass dieser Ort seit Jahren verlassen war und wir hielten es für unsere Pflicht, uns um einen der ältesten Tempel unseres Gottes zu kümmern. Sie rollt die Schulter dahin. Es war eine lange Reise, aber Rümgrad fordert Beharrlichkeit. Gewiss wird er uns für die unsere belohnen. Sagalis Bus ist ein grimmiger, düster, dünner Strich. Das hoffe ich. Ich suche nach dem Frostbruch. Ihre bleichen Wangen erröten kaum merklich. Wie ich schon sagte, nur der Schrein im Ostflügel ist geöffnet. Der Rest des Tempels ist für Besuch im Augenblick nicht zugänglich. Ich rate dir, dort deine Opfer darzubringen und dann zu gehen. Ihre Wangen erröten, Wächterin. Vielleicht hat sie falsch verstanden, was du mit Frostbruch meintest. Auf Wiedersehen. Okay. Die Seiten dieses Buches glänzen unter einer dicken Frostschicht. Also ja, ich kann jederzeit da einbrechen. Der Brunnen hat eine zugefrorene Wasseroberfläche, die kleinen Fischen aus dem See unter dem Tempel einschließt. Gebrochenes Licht besprengelt den eisigen Spiegel hinter dieser Statue. Mhm. Jede Linie und Falte im wettergegerbten Gesicht dieses Kriegers wurde aus dem Eis gemeißelt. Irgendwas ist gerade auf oder zugegangen. Halt, Wanderer. Es ist verboten, diesen Bereich zu betreten. Dring nicht gegen unseren Willen ein. Okay, also durch die Tür kommen wir nicht so einfach durch. Kein Schritt weiter. Mhm. Kehrt um und durchquert keine Türen. Die Hallen hinter uns gehören Rümgrad und seinen Anhängern.